Einen schönen guten Morgen vom Möhnesee. Man könnte meinen, es gibt kein Wasser mehr in Deutschland. Hier, wo ich jetzt gerade stehe, konnte man im Sommer noch wunderbar schwimmen gehen. Aber dadurch, dass wir ja so einen langen, guten und trockenen Sommer hatten, was wir auch alle genossen haben, gehe ich mal von aus, sind natürlich die Wasserstände hier deutlich gesunken. Und man kann jetzt wirklich hier runter bis an die tiefste Stelle gehen im Grunde. Und ja, da ist nichts mehr. Einfach trocken. Es gibt sogar zwei Gemeinden hier, wo die Brunnen fürs Trinkwasser manuell aufgefüllt werden mussten durch verschiedene LKW. Wie nennt sich das? Diese Behälter, die haben, Silos. Auf jeden Fall mehr als trocken hier. Dort die Mauer ist mindestens die erste Reihe immer im Wasser. Sieht ihr die überhaupt? Ja, ne? Sieht man. Und so sieht es jetzt aus. Hier zu dieser Seite ist noch so ein bisschen Wasser zu sehen, aber es ist mehr oder weniger eine Pfütze. Werde ich euch gleich von der anderen Seite nochmal zeigen. Ich möchte hier heute so eine Mischung machen. Ich weiß noch gar nicht genau was. Ich habe meine Wanderschuhe mit. Vielleicht so eine Runde durch den Wald. Das Fahrrad mit, das Longboard mit. Also mal schauen, was geht. Es ist noch recht frostig. Wir haben unter 0 Grad. Selbst die Straßen sind teilweise glatt gewesen. Jetzt hier Richtung Möhnesee. Aber mit der Sonne im Gesicht ist schon herrlich. Und man sieht ja auch hier unten, dass das gefroren ist. Ich gehe mal noch ein kleines Stück runter, ohne dass ich gleich stürze, hoffe ich. Ist doch recht weich und rutschig hier alles. Aber da sieht man das Eis doch deutlich. Ist schon irre. Ich komme ja jetzt seit Jahren, Jahrzehnte kann man schon sagen, zum Möhnesee und er ist immer mal ein bisschen mit weniger Wasser gefüllt, aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Also bleibt dran und lasst euch überraschen, was da noch kommt. Hier sieht man auch mal so ein bisschen, wie es so angefroren ist mit dem Reif. Ist schon klasse. Und die Sonne schimmert hier durch den Wald. Ein bisschen Wasser ist noch zu sehen. Hier auch noch mal schön zu sehen, diese Schwimmstege liegen im Trockenen und auf der gegenüberliegenden Seite natürlich auch. Also schon beachtlich. An der Brücke sieht man die normalen Wassermarken, was immer so diese Mindesthöhe ist, sage ich mal. Und da fehlen bestimmt in der Höhe 5 Meter, 10 Meter, man kann das immer schlecht einschätzen von hier. So, hier im Zoom sieht man das gut. Also unten die dunklen Stellen, ist klar, da steht das Wasser immer. Aber bis so 1 Meter unter der Brücke, da sieht man diese Kalkränder. Und bis da ist das Wasser normalerweise. Und das ist ja schon ein drastischer Unterschied, wie ihr sehen könnt. Ich habe mein Mützchen aufgesetzt, jetzt fahren wir zur nächsten Brücke und dann sieht man die Trockenheit im Ganzen mal. Nicht nur so punktuell. Aber sowas von trocken hier. Und da hinten ist die Brücke, wo ich hin wollte. Von da aus dann gibt es mal so ein Gesamtbild. Ja, hier ist schon mal die Seitenansicht. Richtung Brücke. Und jetzt kann man sich, glaube ich, vorstellen, da unten laufen die Leute, wie extrem das ist.
Ich zoome die Brücke mal ran da hinten. Das ist schon nicht zu verachten. Ich werde ja gleich auch mal runtergehen. Entschuldigung fürs Wackeln, ist wieder beim Zoomen so extrem. Und mir das Ganze auch mal anschauen. Das ist eigentlich die Stelle da, wo es wo die Möhne gespeist wird. Unglaublich. Ich lasse die Kamera jetzt mal einen kleinen Moment laufen, ohne groß zu quatschen. Da hinten ist die Delika-Brücke zu sehen, die Körbeker-Brücke. Das ist echt mau, was hier an Wasser ist. Mal schauen, wie es Richtung Staumauer aussieht. Da wird wahrscheinlich noch mehr sein. Aber so viel mehr wahrscheinlich auch nicht, weil Zufluss ist ja nicht mehr gewährleistet. Soweit ich weiß, ist der nur hier mittig, wo ich jetzt mal eben hingehe. Hier bin ich jetzt direkt an dem Überlauf. Und da seht ihr die Menge Wasser, die noch einläuft. Also das ist wirklich nicht viel für so ein riesiges Gewässer, sage ich mal. Und hier nochmal der Blick in die Ferne, wie das Ganze aussieht. So merkwürdig, wie es auch aussieht, es ist trotzdem wunderschön. Man glaubt es kaum, so ein Stück weg von der Brücke ist die Temperatur gleich wieder angenehmer. Da zog der kalte Wind schon ganz schön durch die Sachen durch. Ich habe nur jetzt meine Jeans an, ganz normal. Meine Mütze habe ich gerade noch aufgesetzt, weil es sonst echt so frisch am Kopf ist. Aber Weltklasse Luft. Ja, ich habe jetzt gerade so eine windgeschützte Ecke gefunden mit so einer Hollywood-Holzschaukel. Zeige ich euch gleich nochmal. Nochmal mit Blick über den See hier. Es ist einfach traumhaft. So in der Sonne, hier ist kein Wind. Ist echt sehr angenehm. Dort gegenüber ist der Möhnesee-Turm zu sehen. Wenn ihr meine Videos mehr oder weniger regelmäßig verfolgt, wisst ihr auch, dass ich dort gerne bin. Ich glaube, da werde ich gleich nochmal hochgehen. Da hat man nämlich eine perfekte Aussicht bei dem Wetter garantiert über den gesamten See, was ich euch dann auch nochmal zeigen werde. Aber jetzt fahre ich erst einmal um den Stausee mit dem Rad herum. Und danach geht's zum Turm hoch. Ach ja, das ist die Bank, was ich gerade sagte, diese Holz-Hollywood-Schaukel. Das Holz ist richtig schön warm. Kann man gut ein paar Minuten sitzen. Aber mehr auch nicht bei um die 0 Grad.
Ich glaube, das sind hier die Seeparkterrassen. Ich vergesse es immer wieder, wie es genau heißt. Aber es ist schön zum Anschauen. Und was auch fertig ist, ist das Café. Hat aber leider noch zu. Sonst würde ich das heute echt mal nutzen, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Kaffee irgendwo gekauft habe. Eigentlich koche ich ja unterwegs immer selber. Aber da ich heute ohne Bulli unterwegs bin, gibt es wahrscheinlich einen Kaffee auswärts. Ist das nicht herrlich? Ich rolle hier gerade den Berg runter mit immerhin 26 km/h. Das Laub knistert unter den Reifen. Genau hier gegenüber, das in der Sonne glänzt, ist mein Auto, wo ich gestartet bin. Hier vorne sind noch ein paar Surfer und hier steht irgendwas aus dem Wasser, was aber genau in der Reflexion der Sonne ist. Ich glaube, das wird man so nicht erkennen. So, jetzt bin ich hier unterhalb der Delika-Brücke. Ups. Und auch hier kann man schön an den Brückenpfosten erkennen, bis wo das Wasser normalerweise steht. Ich muss gerade mal ein bisschen schauen, hier wo ich laufe. Der Großteil ist so matschig mit Muscheln, aber hier ist so ein kleiner Pfad durch, wo es ja doch relativ fest und trocken ist. Ich zoome das Ganze mal wieder kurz ran. Ja, bis da oben, so einen Meter unterhalb der Brücke, steht das Wasser sonst. Ich bin da sowas von fasziniert, ihr merkt es schon. Und deswegen schwenke ich jetzt hier von der Delika-Brücke mal Richtung Körbeker-Brücke, die man jetzt von hier unten natürlich nicht sieht. Aber ganz eindrucksvoll auf der anderen Seite diese, ja, doch recht steil aufsteigende Ufer. Das hat schon was. Ist auch immer wieder eine Augenweide. Hier dieses Haus Delike. Wir waren da auch mal zum Kaffee trinken hinten auf der Terrasse im Sommer. Wurden nicht sonderlich freundlich behandelt, weil wir ja in normaler Kleidung nach dem Radfahren halt da reingegangen sind. Wurde nicht so gerne gesehen, glaube ich. Und seitdem waren wir auch nicht mehr da. Und so sieht es an der Staumauer aus. Auch die habe ich noch nie so frei gesehen. Und jetzt geht's auf die Staumauer. Ja, und so sieht's unterhalb der Staumauer aus. Das ist gar nicht viel weniger als sonst. Weil das ja auch künstlich gehalten wird mit dem Auslauf hinten. Jetzt wollte ich an der Staumauer gerade meinen Kaffee holen. Da gibt's immer so einen schönen für einen Euro. Die haben leider schon zu außerhalb der Saison. Also erstmal durch den Wald Richtung Auto. Also ich laufe jetzt gerade über die Staumauer und bin immer wieder beeindruckt. Und einen Mitläufer habe ich auch. Schön. Schaut euch das an, Leute, wie unwirklich das wirkt. Ich musste hier nochmal anhalten.
Das ist so unwirklich, weil normalerweise hier vorne steht das Wasser. Und ja, schaut selber. Sieht aus, wenn man direkt rüber gehen kann von hier aus. Das wirkt jetzt auf dem Bildschirm bei euch wahrscheinlich nicht so wie hier in Natura, aber ich finde es überwältigend. Ja, das ist jetzt der Ausblick von der Brücke. Auf der anderen Seite ist hier der kleine schmalen Auheva-Arm, heißt der, glaube ich. Der ist noch gut gefüllt. Ist auch Naturschutzgebiet mit Vogelbrutstätten und sowas. Habe ich euch, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Aber hier, das ist schon beachtlich. Das Kleine, was man da hinten grün sieht, sind Menschen. Ansonsten ist hier nicht mehr viel los, ne? Hier ist schön zu sehen, dieser Überlauf von dem Hevevordamm. Kommt nichts mehr. Da steht das restliche Wasser. Aber dann war es das auch. Jo, das waren jetzt knappe 23 Kilometer. Bin wieder am Parkplatz angekommen. Werd Monty jetzt ans Auto basteln und dann die Wanderschuhe anziehen und auch mal zum Möhneturm hochgehen. Ja, mittlerweile bin ich im Wald auf dem Weg hoch zum Möhneturm. An der Straße, da habe ich jetzt nichts mehr gefilmt, das habt ihr vorhin mit dem Rad schon gesehen. Und ich laufe zwischendurch hier so ein bisschen querfeldein. Der Weg läuft ja so parallel da vorne hoch. Aber hier ist halt schöner. Gibt auch mal das ein oder andere zu sehen. Wenn ihr sowas macht neben den Wegen, bitte darauf achten, dass ihr nichts kaputt tretet, was gerade ja, keimt oder blüht oder wächst, wie auch immer. Also da muss schon drauf geachtet werden. Und dass kein Müll hier hingehört, brauche ich glaube ich nicht extra erwähnen. Und falls euch zwischendurch langweilig ist hier beim Laufen, hier gibt es auch so einen ja, Vita-Parcours, dann könnt ihr hier anfangen mit Beinspreizen links, seitwärts und Armschwingungen. Und da kommen noch so ein paar von diesen Schildern nachher. Nur wenn euch zu langweilig ist oder kalt. Also ich habe hier jetzt schon diverse Bilder gerade gemacht, so mit den Lichtspielen. Und teilweise umgeknickten Bäumen. Sieht echt toll aus. Wenn die gut geworden sind, füge ich die hier mal ein. Ja, hier kommt jetzt ein Stück des Weges mit so einer kleinen Brücke, was ich immer wieder toll finde. Ich fahre in der Regel hier mit dem Mountainbike her. Da ist die Brücke nicht so toll, weil sie immer wieder unterteilt ist in so kleine Stücke und dazwischen ist so ein riesen Kantholz. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Aber die Brücke an sich hat auch was. Und so sieht das Ganze aus mit diesen Kanthölzern. Das ist dann mit dem Mountainbike schon schwierig, weil die Abstände sind zu kurz, dass man drüber fahren könnte. Und die Kante an sich ist zu hoch, um jedes Mal drüber zu wippen. Deswegen steige ich dann hier immer ab und schiebe das Stück. Aber ansonsten finde ich dieses Fleckchen hier sehr schön. Trotz der ganzen umgestürzten Bäume. Und was man hier sonst noch so hat. Und da ist der Turm schon zu sehen. So, einmal der Blick von oben. Sehr voll heute hier. Weniger schön, aber ja verständlich.
Auf jeden Fall wackelt das hier ganz schön. Aber was auch klasse ist, schaut euch die Herbstfarben an. Ja, ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Bildern werde ich mich heute von euch verabschieden. Jetzt gleich bei der Longboard-Tour, die geht ja am Möhnesee dann her, brauche ich euch nicht nochmal extra mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Markus.